Hallo und herzlich willkommen zum 23. Video hier auf meinem Kanal auf YouTube. Ich habe mich mit diesem Video diesmal sehr, sehr schwer getan. Ich habe mich diesmal mit dem Video sehr, sehr schwer getan. Eigentlich wollte ich in diesem Video, aufbauend auf der Arbeit im letzten Video, anfangen mit Cinematics und Aufnahmen aus dem Auto. Ich konnte mich aber irgendwie nicht richtig konzentrieren. Das lag nicht unbedingt am Wetter, sondern an meiner Timeline, in der sich unsägliche Dinge wiedergefunden haben. Fangen wir doch mal an. Da gibt es zuerst einen Rapper, der mit Holocaust Clickbait betreibt. Dann zu allem Überfluss auch noch einen Preis am Tag des Holocaust-Gedenkmals bekommt. Und niemand außer Campino hat den Arsch in der Hose, das öffentlich zu machen. Ich bin sehr froh darüber, dass mittlerweile viele Preisträger ihren Preis zurückgeben. Und ich hoffe, dass dieser Preis nach dieser Schande wirklich nie wieder ausgeteilt wird. Es gab einen Riesenaufruhr im Netz über ein Werbeplakat der DRK, der eine werdende Familie zeigte. Ich weiß nicht, was man daran aussetzen könnte, aber dieses Plakat wurde mehrfach geteilt, verrissen und mit einem unendlich üblen Shitstorm belegt. Es gab Menschen in der Stadt, die haben ihre Hunde auf Einwanderer gehetzt. Wo ich mir so denke, halt, stopp, in was für einem Land leben wir eigentlich? Und das war sicherlich nur die Spitze vom Eisberg. Aber die Frage eigentlich war die zentrale Frage, in was für einem Land leben wir eigentlich? Und es gab dann auch ein paar gute Dinge, die diese Woche passiert sind. Ich war schon immer, hatte ich das Label Gutmensch, aber ich bin jetzt zum linksgrün versifften Gutmensch aufgestiegen. Dazu gehöre ich mit einer sehr deutlichen Beschreibung, was man mir, meiner Mutter und meinen Kindern noch alles antun möchte. Das werte ich so als Ritterschlag. Gut, Spaß beiseite. Es gab auch wirklich tolle Dinge. Ein absolutes Kleinod von diesem Wochenende war ein Interview mit dem stellvertretenden hessischen Ministerpräsidenten im Bericht aus Berlin. Und er hat einfach ein ganz klaren Satz gesagt. Wer auf dem Boden des Grundgesetzes steht, für den ist Antisemitismus tabu. Und nicht nur Antisemitismus. Ausländerhass, Fremdenfeindlichkeit, all das, was dazugehört, ist mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar. Und es war schön, das einmal wieder von einem Vertreter unseres Staates, sage ich mal, auch zu hören. Aber lass uns das noch mal genauer angucken. Was steht denn so im Grundgesetz? Fangen wir doch einfach mal an mit dem berühmten Artikel 1 und seinem ersten Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und so weiter und so weiter. Wichtig ist aber die Würde des Menschen. Nicht die Würde der Deutschen, nicht die Würde der Arier, auch nicht die Würde von irgendjemand anders, sondern der Menschen. Das Grundgesetz wurde in dem Wissen geschrieben, dass wir, der Homo sapiens sapiens, eins sind. Ein Mensch, eine Erde. Und das setzt sich durchs Grundgesetz fort. Zwei Artikel weiter, Artikel 3. Auch da steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und auch hier wieder, alle Menschen. Nicht alle Deutschen, aber ich will es nicht, brauche es nicht zu wiederholen. Ich denke mir, das ist klar, was uns die Gründerväter der Bundesrepublik mit diesem Grundgesetz damals mit auf den Weg gegeben haben. Nämlich ein klares Verständnis darüber, dass es keine Wertigkeiten zwischen Menschen gibt. Es gibt Unterschiede, kleine und große, dicke und dünne, kluge und dumme, aber kein Mensch ist mehr wert als ein anderer. Und das ist der Inhalt, den uns die Gründungsväter der Bundesrepublik ins Grundgesetz geschrieben haben, vor dem Hintergrund der Gräueltaten des Naziregimes und auch so ins Grundgesetz geschrieben haben, dass es nicht veränderbar ist. Und das ist die ersten 19 Artikel stehen unter einer sogenannten Ewigkeitsklausel. Und das beschreibt das Land, in dem wir leben. Und ich glaube, darauf muss man sich von Zeit zu Zeit auch mal wieder besinnen. Wir sind dabei aber übrigens in sehr, sehr guter Gesellschaft.
Es ist nicht nur das Grundgesetz, das das so festlegt. Es gibt die Charta der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die schreibt es genau so fest. Für diejenigen von euch, die eher kirchlich oder christlich angehaucht sind, nichts anderes steht in der Bergpredigt, im Evangelium nach Matthäus. Und auch der erleuchtete Buddha hat uns nichts anderes gesagt. Ich liebe mein Land. Ich liebe insbesondere meine Stadt, in der ich lebe. Diese Stadt ist bunt, laut, weltoffen und tolerant. Und genau so möchte ich es auch haben. Aber diese Art zu leben, diese Offenheit, ist in Gefahr. Lass uns diesen Sommer daran arbeiten, dass uns diese bunte Republik noch möglichst lange erhalten bleibt. Und in diesem Sinne, no, Pasaran. Vielen Dank, dass ihr mir bis hierhin zugeschaut habt. Wie üblich, alle Links zu meinen Social Media Kontakten unten in der Beschreibung. Ich habe dort auch den Beitrag Bericht aus Berlin verlinkt mit dem ganzen Interview mit dem Ministerpräsidenten. Ich würde mich ein Like oder ein Subscribe sehr freuen und bis zum nächsten Mal.